Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich begrüße Sie alle herzlichst zu einer neuen Ausgabe des Sporttalk. Damit Sie am Laufenden bleiben, meine Damen und Herren, haben wir heute einen ganz besonderen Gast. Am 24. April ist es wieder soweit. Österreichs größte Laufveranstaltung geht wieder über die Bühne, der Vienna City Marathon. Und heute mein Gast, wen kann man dazu besser befragen? Wolfgang Konrad. Seit 1984 gibt es den Vienna City Marathon. Man kann dich eigentlich schon als Mr. Vienna City Marathon bezeichnen. Herzlich willkommen. Danke, dass du den Weg ins Studio gefunden hast. Zwei Wochen sind es noch. Was kann man vom Marathon erwarten? Kann man einen Wien-Rekord erwarten? Was kann man aus internationaler Sicht erwarten? Also prinzipiell sind wir mal sehr, sehr, sehr froh, dass wir nach dem Lockdown und nach der Absage von 2020 jetzt schon zum zweiten Mal den Vienna City Marathon veranstalten und durchführen dürfen. Es war voriges Jahr im September möglich, war ein riesen Comeback zurück zur halbwegs Normalität. Und wir haben voriges Jahr schon eine gute Veranstaltung über die Bühne gebracht mit vielen Teilnehmern. Und man merkt jetzt eigentlich schon, dass das Angebot, was wir anbieten mit einem Vienna City Marathon, mit den verschiedensten Laufbewerben, mit den verschiedensten Distanzen, dass das angenommen wird, dass sich die Leute freuen, dass sie wieder bei einer Veranstaltung mitlaufen können und nicht nur im Trainingszustand verweilen. Und wir werden knapp 32.000 Teilnehmer erwarten können über die verschiedensten Laufbewerbe von der Inklusion, es gibt am Samstag den Coca-Cola Inklusionsrun, es gibt die Kinderbewerbe am Samstag, es gibt einen 10-Kilometer-Lauf am Samstag und dann am Sonntag eben Marathon, Halbmarathon und den BMW-Staffelmarathon. Es sind ja auch unter Anführungszeichen die beiden Vorjahrsieger dabei, Hurisa, der disqualifiziert worden ist aufgrund eines falschen Schuhwerks. Ja. Lankert ist auch wieder dabei, der den Sieg von ihm geerbt hat. Zählen die beiden zu den Favoriten? Die Bestmarke hat ja eigentlich Äthiopier, glaube ich. Ja, also Marathonsport ist natürlich ein sehr, sehr unterschiedlicher Sport. Also kann man Siege sehr, sehr schwer voraussagen. Man muss mal einmal abwarten, in welcher konditionellen Verfassung kommen sie nach Wien, wie sind sie vorbereitet. Dann muss man natürlich ein bisschen Acht geben. Wie werden die Rahmenbedingungen, die äußeren Bedingungen, wird es Wind geben? Schaut man da jetzt schon ein bisschen auf den Wetterbericht, auf die langfristigen Prognosen? Ja, wir schauen drauf. Ich habe aber in meiner langen Zeit als Verantwortlicher für den Vienna City Marathon schon gemerkt, also vor Mittwoch in der Veranstaltungswoche wird es sehr, sehr schwierig, eine Prognose abzugeben. Aber eines, glaube ich, kann man schon sehen und wir schauen drauf. Momentan sagt 14, 15 Grad, relativ wenig Wind, also das wäre alles ideal. Perfekt. Und ein Millimeter Regen. Also das ist so, okay, als wenn beim Scheibenwischer einmal gespritzt wird. Okay. Ja, das wäre nichts. Wenn es so bleibt, wäre es fast optimal für uns. Ist der neue Wien-Rekord vielleicht möglich? Das will ich jetzt nicht ausschließen. Voraussagen kann man es nicht. Die angekündigten Revolutionen finden selten statt, wie man aus der Vergangenheit weiß. Aber es hat sich sehr viel getan in der Technologie. Das war ja voriges Jahr die Diskussion mit den neuen Schuhen, mit diesen Carbon-Schuhen. Die haben im Leistungsbereich schon einiges an Verbesserungen gebracht für die Läufer. Sie laufen schneller. Ob es dann bei uns auch so sein wird, werden wir sehen. Und lassen wir uns überraschen. Das ist so ein bisschen die Frage, wie wird es ein Bub oder ein Mädel? Ja. Es geht ja auch um einen Österreicher. Lemawalk-Kletema hat vor 3 Jahren den österreichischen Rekord hier aufgestellt in Wien. Kann er es wieder schaffen oder ist kein Thema? Im Moment, er hat ein bisschen eine Krise gehabt, viele Verletzungen gehabt, sagt er, ist jetzt wieder topfit. Also ich würde, es geht auch ums EM-Limit. Ja, natürlich. Sagen. Also ich hatte, bevor er jetzt das zweite Mal nach Äthiopien gegangen ist, hatte ich ein Gespräch mit ihm. Wir haben uns bei uns im Büro getroffen, haben noch mal so ein bisschen die Rahmenbedingungen abgesteckt.
Ja, er hat eine schwere Phase hinter sich. Also Olympia war nicht so, wie er sich das erwartet hat. Es waren auch die Weltmeisterschaften nicht so, wie er sich erwartet hat. Er hat gesundheitliche Probleme gehabt, sprich er war verletzt. Aber man musste seinem Athleten zugestehen, dass er mal verletzt ist. Und es hat immer wieder gezeigt, dass wenn man talentiert ist und wenn man den Willen hat, zurückzukommen, kann ich aus meiner eigenen Geschichte erzählen. Also ich war auch 4 Jahre in einem Zug verletzt und habe dann 82 mein bestes Jahr erlebt, immer. Und die Chance müssen wir dem KTM auch geben und schauen wir mal. Ja, ich kann aber mir gut vorstellen, er ist jetzt schon zum zweiten Mal in Äthiopien in der Höhe, dass er das durchaus mit einer guten Form nach Wien kommt. 2:10:44. Er ist nicht, früher hat er immer gesprochen, er wird 2:07, 2:08 laufen, also das weiß er mittlerweile, das wird sich nicht ganz ausgehen oder das wird sich nicht mehr ausgehen, aber warum soll er nicht auch wieder eine Bestleistung laufen? Freuen und wünschen würden wir es uns. Wir haben vorhin über die Pandemie ein bisschen gesprochen und gerade da war in gewissen Phasen der Pandemie, in der schwersten Phase, in der schwierigsten Phase der Pandemie, das Laufen eigentlich das Einzige, was der Mensch tun hat können, zumindest ein paar Monate lang. Ich will jetzt nicht sagen, dass das Laufen das Einzige war. Man konnte ja auch Radfahren und man konnte ja spazieren gehen. Aber okay. Das wissen wir. Das haben wir auch beobachtet. Und ich persönlich war in dieser schweren Zeit, ich habe auch mit meiner Frau viel Bewegung gemacht. Und wir sind viel mit dem Rad gefahren. Wir sind auch laufen gewesen. Wir sind wandern gewesen mit den Stöcken. Und wir waren sehr aktiv. Und wir spüren jetzt schon, dass, und wir wissen es auch aus Studien, ja, dass das Laufen ein Gewinner ist. Ja, dass manche sind abgedriftet, machen jetzt etwas anderes, aber es sind sehr, sehr viele mit dem Laufen begonnen. Und das spürt man so ein bisschen. Und das merkt man auch. Man merkt es auch in den Verkaufszahlen im Sportartikelhandel, dass der Laufschuh ein begehrtes Produkt ist. Und es gibt eine Deloitte-Studie, die ganz aktuell ist, die jetzt plötzlich in Europa davon spricht, dass das Laufen die populärste Sportart ist, die man momentan macht. In der Vergangenheit ist es immer das Schwimmen gewesen. Ja. Da hat man aber gemeint, Baden gehen im Gänseheifel oder auf der Donauinsel. Laufen gibt es nur Laufen, da gibt es nur langsam oder schnell. Das heißt, der Laufsport hat absolut an Attraktivität in der Bevölkerung zugelegt. Wären noch mehr Anmeldungen möglich gewesen? Hat man das dann irgendwie kontingentiert? Oder? Ja, wir haben kontingentiert. Vorher waren es 21.000, glaube ich, September. Angemeldet waren 26.000, da waren aber sehr viele Überträge aus dem Jahr 2020. Wir waren aber Corona-bedingt mit 26.000 Teilnehmern limitiert. Dieses Limit gibt es heuer nicht, aber wir haben... Man muss ja, es geht ja nicht so, dass man heute sagen, wie viele laufen wollen, sondern man muss ja auch alles vorbereiten, man muss Bestellungen aufgeben, ob das die Medaille ist, ob das die Startnummer ist. Es gibt einen großen Bestellungsprozess von Material und da haben wir gesagt, okay, wir schätzen, so und so viel werden sein. Es waren nicht die 32.000, wir haben jetzt nachbestellt, aber das ist der limitierende Faktor. Der limitierende Faktor ist nicht, weil weniger Leute laufen wollen oder weil nicht mehr laufen wollen, sondern wir haben zugemacht jetzt am Montag und wir merken jetzt, vor allem wenn das Wetter schöner wird, dass es noch mehr geben würde, die laufen, aber wer zuerst kommt, gewinnt. Klar. Es haben nicht nur die Läufer gelitten 2020, weil es keinen Marathon gegeben hat. Wie ist es euch gegangen? Wie seid ihr über diese härteste Zeit der Pandemie gekommen? Also für uns war damals die Absage so knapp vor der Veranstaltung, das war ein Keulenschlag. Ja, durch die ganze Firma ungefähr, durch, auch durch die ganze, ein Monat ja, oder 6 Wochen waren es, auch durch die ganze Lauf-Community. Das war schon schwierig. Vor allem, weil man damals nicht wusste, wir wussten es nicht, die Bevölkerung oder unsere Teilnehmer wussten nicht, wie geht das weiter. Und das geht von, naja, ist kein Problem, bis zu, die Erfahrungen haben wir gemacht, dass Leute echt Existenzängste hatten. Ja. Und wir nicht gewusst haben, wie wir mit der Situation umgehen sollen. Wir wussten nicht, was wird es an Hilfen geben, was wird es an, wie werden unsere Teilnehmer reagieren. Und in der Zeit war es sehr, sehr schwierig. Nach ein paar Wochen hat sich das ein bisschen herausgestellt. Wir sind dann in Kommunikation getreten mit unseren Teilnehmern. Und das war dann extrem überraschend. Mit dem haben wir nicht gerechnet, dass ein ganz, ganz großer Prozentsatz gesagt hat, bleibt cool, übertragt uns einfach in das Jahr 2021.
21. Mhm. Mit dem haben wir am Anfang nicht gerechnet, dass das so viele waren. Wir haben auch, das muss man jetzt sagen, wir hatten einen riesigen finanziellen Schaden. Und wir haben auch zu Beginn ja nicht gewusst, wie werden die Hilfsmaßnahmen der Regierung sein. Und die waren wirklich gut. Und die haben uns gerettet. Ja. Und das hat uns dann sehr, sehr positiv gestimmt. Und heute muss ich sagen, Gott sei Dank, wir stehen wieder auf guten, soliden Beinen. Und alles gut. Gibt es irgendwelche Auflagen? Die Pandemie ist ja noch immer nicht vorbei, leider Gottes. Sie ist noch immer nicht vorbei, aber es wird jetzt immer mehr gelockert. Es war im voriges Jahr wir hatten alles bestens im Griff, alle Maßnahmen, alle Regeln, die wir vorgeschrieben bekommen haben in einem Präventionskonzept, das haben wir erfüllt. Wir hatten keinen einzigen, das hat uns die AGES dann bestätigt, keinen einzigen Corona-Fall beim Wiener City Marathon, weder in unserem Team, und das ist ein großes Team, noch bei den Teilnehmern. Heuer ist es leichter. Das Einzige, was uns ein bisschen beschäftigt hat, war, dass es in verschiedenen Ländern andere Regeln gibt wie bei uns, dass es bei uns in Wien andere Regeln gibt wie in den Bundesländern. Aber das hat sich jetzt auch alles gelockert und das hat sich jetzt auch alles normalisiert. Überall wird jetzt es wird geöffnet und wir geben von uns aus lediglich Empfehlungen ab. Mhm. Ja, wir empfehlen gewisse Verhaltensregeln und das ist gut so. Und es ist auch da Ruhe eingekehrt und Sicherheit eingekehrt. Und ich glaube und bin sicher, dass wir am 23. haben wir die Kinderbewerbe und am 24. dann am Sonntag, dass wir einen guten Marathon erleben werden. Was gibt es in den letzten zwei Wochen vor dem Marathon noch alles zu tun? Das wird dann eher im organisatorischen Hotelbuchungen oder ja, das was? Ist alles schon passiert. Das ist alles schon. Ja, das ist alles schon passiert. Wir haben am Mittwoch am Dienstag haben wir unser letztes interneres Meeting gehabt mit unserem internen Personal und wurde noch einmal alles eingetaktet und noch einmal alles abgefragt. Und ich muss sagen, 14 Tage oder in dem Fall 2,5 Wochen vor der Veranstaltung sind wir sehr, sehr gut aufgestellt, mit sehr, sehr viel Ruhe, mit sehr, sehr viel Demut und mit sehr viel Vorfreude. Ein bisschen Nervosität steckt auch drinnen, das steckt immer drinnen, das ist auch gut so. Und jetzt geht es eigentlich schon um die Umsetzung. Es geht jetzt noch mal um die letzten Absprachen mit den Behörden. Heute war Schlussbesprechung mit der Polizei. Diese Dinge sind noch zu erledigen. Und dann ab Dienstag, am 19. beginnen dann die Aufbauarbeiten, vor allen Dingen am Rathausplatz und im Zielgelände. Die Messe wird aufgebaut. Und dann sind wir eigentlich schon in einem Modus drinnen, der sehr, sehr intensiv Ziel ist. Ziel ist wieder Burg der Das Ziel ist wieder vor dem Burg. Warum ist man eigentlich vom Heldenplatz weggegangen? Wir mussten, weiß ich gar nicht mehr genau, wann das war, wir mussten vom Heldenplatz weg, weil aufgrund des Umbaus vom Parlament dann am Heldenplatz dieses Notquartier gebaut und da mussten wir einfach weg. Aber es war auch etwas Gutes daran, weil der Heldenplatz ist ein bisschen schon zu klein geworden. Mhm. Ja. Das größte Problem ist, wie bringen wir die Leute vom Heldenplatz weg? Und auf der Ringstraße vom Burgtheater haben wir viel, viel mehr Fläche zur Verfügung für die Veranstaltung. Rathausplatz. Da ist der Rathausplatz eingebunden. Mittlerweile ist die ganze Ringstraße eingebunden, bis vor zum Schottentor. Schottentor ist eingebunden. Also der Rückfluss ist, da tun wir uns einfach leichter. Eine andere Passage wurde jetzt zum Weltkulturerbe der Leichtathletik ernannt, der Prater. Ich kann mich erinnern, wenn ich das kurz anmerken darf. Ich bin auch einmal im Marathon gelaufen, 2015, aber der Prater war das Schierste, was ich jemals gelaufen bin, von Kilometer 29 bis 38 ungefähr. Warum ist das, also Praterlaufen ist natürlich das Schönste, was es gibt. Im Sinne eingebettet in den Marathon vielleicht ein bisschen hart, aber was gibt dir das? Also erstens einmal brauchen wir die Kilometer im Prater. Sie sind schnell, sie sind schattig. Mhm. Ja. Wir brauchen sie, weil wir sonst... Die das ist auch ein bisschen ein Markenzeichen des Marathons. Ja, natürlich. Ja, es ist eben, und deshalb haben wir jetzt diese Auszeichnung bekommen für den Wiener Prater. Das ist wirklich historisch etwas Gewachsenes. Nicht nur die Bäume, sondern auch der Laufsport und das Laufen im Wiener Prater. Also wir brauchen den Prater, um einfach die flachen, schnellen Kilometer zusammenzubringen.
Ja. Wien ist ja sehr hügelig und wir haben ja nur das Donautal und das Wiental zur Verfügung. Und ich kann es ganz offen und ehrlich nicht ganz verstehen, wenn man, die vor allen Dingen die Wiener, die trainieren ja das ganze Jahr vorwiegend im Prater und Limes. Man kann ja laufen am 24 Stunden am Tag, man kann im Winter, in der Nacht auch laufen, weil sie auch beleuchtet ist. Und plötzlich. Und man kann auch einen Weltrekord unter 2 Minuten laufen. Kann man auch laufen. Das ist dann quasi die Krönung des Ganzen. Und dann plötzlich, wenn es Marathon heißt, sagt, na, die Hauptallee, na, die ist so lang und die ist so zart und das kann ich nicht ganz verstehen. Ich bin selbst viel auf der Hauptallee gelaufen, ich habe selbst viel auf der Hauptallee trainiert. Ja, es ist halt so. Sei mal wienerisch, ja, tu mal ein bisschen ranzen. Ja, das war ja so gemeint, um Gottes Willen. Begonnen hat alles 1983 mit dem Mödlinger Nikolaulauf. Ja, gut recherchiert. Und dann 1984 ging es schon los. Was hat sich seit damals alles verändert? Wie groß war das Organisationsteam damals? Wie sehr ist es gewachsen? Also beim meinen ersten Laufbewerb, den ich organisiert habe, das war wirklich 1983 in Mödlingen, der Nikolaulauf. Da war ich eine de facto One-Man-Show. Ich habe erst jetzt einmal darüber geredet. Einer, der mir damals geholfen hat, die Kilometertafeln aufzustellen, das war der Franz Dost, der heute der Prinzipal von Alpha Tauri ist. Das war ein lieber Freund von mir, noch immer. Und gemeinsam haben wir da gewerkelt. Sehr kleines Team. Wir hatten damals 112 Teilnehmer am Start. Ja. Wir mussten sehr viele wegschicken, weil wir organisatorisch das nicht geschafft haben. Und 84 war dann parallel, aber das war nicht wir. Hat den ersten Wien-Marathon gegeben, Wiener Frühlingsmarathon, wie er damals geheißen hat, aus einer anderen Organisationsstruktur heraus. War natürlich extrem wichtig, dass dieser erste Wien-Marathon stattgefunden hat, so wie vieles, wie eine Österreich-Radrundfahrt von Ferry Dussiker. Das war auch das Wichtigste, dass die erste stattfindet. Und nach 5 Jahren habe ich die Ehre bekommen und die Chance bekommen, in die Organisation einzusteigen. Und seit 1992 wird es auch von meiner Firma organisiert. Und da hat sich natürlich wahnsinnig viel getan. Ja. Damals war ja 84, da war ja das Laufen, es waren ja noch ein paar Spinner, die durch die Gegend rennen. Mhm. Und materialmäßig hat es wenig gegeben. Auch Veranstaltungsinfrastruktur hat es ja fast nicht gegeben. Ja. Mhm. Ich kann mich erinnern, 1990 haben wir Schneezäune aufgebaut, so diese Holzschneezäune, da vor Schloss Schönbrunn gibt es Bilder davon, damit wir die Streckenführung kanalisieren können. Es hat wirklich wenig. Und die Leistungen waren damals schon gut. Das war natürlich großartig. Aber die Frage war ja, was sich geändert hat. Ja. Und es hat sich mittlerweile ist die Laufszene, die Veranstaltungsszene, die Eventszene eine ganz andere geworden. Ja. Ich kann mich erinnern, Anfang der 90er Jahre, da hat es noch keinen richtigen CB-Funk gegeben. Ja. Oder UKW-Funk, da haben wir noch mit irgendwelchen schwachsinnigen Geräten herumhandiert. Es hat keine Handys gegeben, also die Kommunikation war eine ganz andere. Damals hat es nur Faxgeräte gegeben, es hat kein Mail gegeben, es hat kein Internet gegeben. Es hat keine Security-Firmen gegeben für Veranstaltungen. Also es hat vieles nicht gegeben und trotzdem hat man es gemacht, trotzdem hat es stattgefunden. Und es war halt ein ewiger Entwicklungsprozess, der noch immer nicht abgeschlossen ist. Und wir werden heuer ein Ziel erleben vor dem Burgtheater, wie es ihn noch nie gegeben hat. Also die Digitalisierung ist angekommen bei uns und wie es sonst in der Laufveranstaltungsszene noch nicht ist. Da können wir mal einen Maßstab setzen. Denken wir nur an die Zeitnehmung, ja, wie früher Zeitnehmung funktioniert hat und wie das heute funktioniert. Ja. Haben auch wir einen wesentlichen Beitrag dazu geleistet, dass es diese Chip-Zeitnehmungen gibt. Also ist schon sehr spannend und ja, es macht ein bisschen stolz, dass man eigentlich auf diesen ganzen Entwicklungsprozess selbst aktiv dabei war. Ist Veranstalter des Wiener City Marathons zu sein ein Ganzjahresjob? Das ist so ungefähr die unbeliebteste Frage, die gestellt wird. So. Und was macht ihr im Rest des Jahres? Ja, tatsächlich, es ist ein Ganzjahresjob. Ja. Also wir denken ja jetzt schon, was können wir und was machen wir 2023,
40 Jahre Vienna City Marathon. Das muss man jetzt schon eingleiten anfangen und ein Andenken anfangen, weil wir kämpfen jedes Jahr um die Teilnehmerzahlen. Wir müssen uns am weltweiten Markt bedienen, wenn wir so groß sein wollen. Und der Kampf um die Teilnehmer ist schwierig. Ja, und das ist ein wirklich aufwendiger Prozess. Man muss sich profilieren, man muss sich herzeigen, man muss sich präsentieren. Und das gehört ordentlich gemacht. Und das machen wir, weil wir kämpfen jedes Jahr um 70% neuer Teilnehmer. Mhm. Ja. Mhm. Laufsport ist ein Tourismus-Event. Die Leute gehen heute nach Wien, morgen gehen sie nach Berlin, übermorgen gehen sie... Du hast die Wertschöpfung für die Stadt Wien nicht vergessen, nicht? Ja, die Wertschöpfung ist eine große. Es gibt ja da eine Studie aus dem Jahr 2018 von Professor Bessler, das ist schon eine sehr anerkannte Face-to-Face-Studie, die wir gemacht haben. Und das hat uns selbst überrascht, wie hoch die touristische Wertschöpfung durch den Vienna City Marathon ist, und da können wir zu den ganz großen Kongressveranstaltungen, wenn wir endlich einmal auch als Kongress anerkannt werden würden, das ist schon nicht unbedeutend. Ja. Gibt es irgendein Event, das du noch machen möchtest, wie diesen Weltrekord vom Kipchoge? Ich glaube, das war 2019. Ich glaube, das war ein Once-Time-in-a-Life-Ereignis. Und ja. So stehst du dann auch in den Annalen des Marathons. Ja, nicht nur ich, sondern das war die Zusammenarbeit von vielen, vielen Organisationen, ja, international. Ja. Unglaublich, wie viele verschiedene... Bis zu dieser Idee überhaupt gekommen. Und die Idee war nicht von uns. Nein. Die Idee hat es ja schon früher gegeben. Es hat ja schon einen Versuch gegeben. Da ist der Prater ja auch ideal, wie man vorher schon... Ja, das hat sich aber erst in der dritten, vierten Überlegung herausgestellt. Also den ersten Versuch hat es ja in Monza auf der Autorennbahn gegeben. Dann wollte man das in London machen, auf der Mall. Zwischen Buckingham Palace und diese lange Gerade, wo auch das Ziel des London Marathons ist. Und London Marathon hatte den Auftrag, mit Ineos oder von Ineos, diesem großen Konzern, diese Veranstaltung durchzuführen, mit ganz anderen neuen Überlegungen. Und dann ist David Brailsford, das war der Mastermind hinter der ganzen Geschichte, der wurde dann zu Rate gezogen und der hat sich das angeschaut und gesagt, das könnt ihr vergessen. Mhm. Ja, in London wird das nicht funktionieren, weil der Wettereinfluss im Oktober vom Atlantik her viel zu groß ist, dass man da garantieren kann, dass auch klimatisch die Bedingungen passen mit Wind und Regen und was alles. Und vor allen Dingen auch, dass diese Mall, das ist ja das ist so wie in Wien die Südosttangente, die zu sperren, unmöglich, okay. Ja, über einen längeren Zeitraum. Und dann ist man auf die Suche gegangen, irgendwo auf der Insel eine geeignete. Und dann ist man nach Berlin gegangen und hat in Berlin versucht, das auf die Beine zu stellen und irgendwo noch im Osten von Deutschland. Und Marc Milde, unser Rennleiter ist, der auch beim Berlin-Marathon in führender Position ist, der hat dann gesagt, schaut euch Wien an. Weil da gibt es die Prater Hauptallee. Und jetzt schließt sich der Kreis, ja, zu unserer Auszeichnung. Und er hat mich angerufen und hat gesagt, hey Wolfgang, könntest du dir das vorstellen? Und ich habe gesagt, Marc, sofort. Ja, wir haben damals sofort Exposés zusammengestellt. Wir haben damals dann sofort gesagt, so schaut die Hauptallee aus und mit den Höhenunterschied. Und das ist eigentlich Topf eben. Und ein paar Tage später haben wir es den Organisatoren vom London Marathon in Wien präsentiert. Und im ersten Moment, wie die Hauptallee gesehen haben, die waren hin und her. Mhm. Und wir sind dann mit dem Auto die Hauptallee abgefahren, mit polizeilicher Genehmigung. Und dann habe ich hinten nur gehört, this is the place, this is the place. Die waren begeistert. Und so ist das zustande gekommen. Und es waren von Biomechanikern, Biomechanikern, Meteorologen, Performance-Managern. Also das war eine riesige Kiste, die da beschäftigt war. Und es ist atemberaubend, wie tief die in die Analyse hineingegangen sind. Und wenn man glaubt, dass die Prater Hauptallee eben ist, dann wurden wir eines Besseren belehrt, weil die haben die ganze Hauptallee gescannt. Mhm. Und dann haben sie uns gezeigt, wie eben sie wirklich ist. Und wir haben dann festgestellt, das schaut aus wie... Also die Grafik hat ausgeschaut wie der Grand Canyon. Okay. Ja. Herzlichen Dank. Gerne.
Es war damals eine super Zeit von Kipchoge. Unsere Zeit ist leider abgelaufen. Die restlichen 421 Fragen werden wir anders mal behandeln. Meine sehr verehrten Damen und Herren, danke fürs Zuhören und vor allem bleiben Sie gesund.